Hallo liebe Handarbeiterinnen, alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Im heutigen Video geht es um eine Frage, die uns in den vergangenen Monaten und ein, zwei Jahren immer wieder gestellt wurde. Um ein Thema, das immer wieder ein bisschen zu Missverständnissen führt. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen dem einfachen Einschlagtuch und einer Decke für Sternenkinder? Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir möchten es euch aber doch nochmal heute im Video zeigen, um alle Missverständnisse auszuräumen. Hier haben wir jetzt erst einmal eine Decke für Sternenkinder. Die ist leider ein bisschen zu groß, um aufs Bild zu gehen, vollständig. Aber ich denke, ihr seht, was man meint. Eine Sternenkinderdecke zeichnet sich also zum einen dadurch aus, dass sie quadratisch gearbeitet wurde, so wie diese hier jetzt, also dieselben Maße hat. Und dass sie im Prinzip sonst keinerlei Verzierungen hat. Sie wird einfach quadratisch in einem Muster eurer Wahl gearbeitet, wenn ihr strickt oder häkelt, wenn ihr näht, im Prinzip in einem Stoff eurer Wahl. Ihr müsst also nichts an dieser Decke machen. Ihr müsst nur beachten, dass bei Häkel- oder Strickmustern die Löcher, die entstehen, falls es ein Lochmuster ist, nicht zu groß werden, damit sich da im Zweifelsfall keine kleinen Ärmchen oder Beinchen durchstecken können. Diese Decken werden nicht verwendet, um ein Sternenkind zu bekleiden, jedenfalls nicht in der Regel. Diese Decken werden so in den Kliniken verwendet, wie es die Situation gerade erfordert. Grundlegend also zum Polstern der Abschiedskörbchen, zum Zudecken im Abschiedskörbchen, vielleicht auch mal, um das Sternenkind, wenn es bekleidet ist, noch einmal zusätzlich einzuwickeln oder vielleicht auch mal als Unterlage bei den Fotografien, die gemacht werden und so weiter und so fort. Teilweise werden die Decken darum, auch wenn sie nicht beschmutzt sind, sicherlich auch einmal mehrfach verwendet oder können rein theoretisch mehrfach verwendet werden. Das bedeutet also, sie sind kein Kleidungsstück, sie sind im Prinzip in die Kategorie zu stecken wie Abschiedskörbe, Sargbeigaben, Kerzen, Karten, also im Prinzip unter die Accessoires fallen die Decken. Das ist eigentlich auch der größte Unterschied tatsächlich zu dem Einschlagtuch, aber natürlich ist es richtig, dass das einfache Einschlagtuch in Wickeltechnik, wie wir es hier haben, dass das natürlich auf der Basis einer Decke gegründet ist. Das sieht man jetzt hier. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier das schöne Erinnerungsstück ab und mache dann das mal auf, das Einschlagtuch. Und da haben wir natürlich auch diese klassische Deckenform. Das ist jetzt natürlich ein ganz kleines Einschlagtuch, eine kleine Größe 1. Darum ist die Decke, die dahinter liegt, in Anführungsstrichen, natürlich auch etwas, ja, etwas kleiner. Der Unterschied ist eben so, dass eben, wenn ihr jetzt ein Einschlagtuch machen wollt, dass ihr dann diese Wickeltechnik anwendet, wie sie auch in dem Video zum Wickeln erklärt ist, und dass ihr auf der Rückseite ein Bändchen annäht. In diesem Fall ist das nicht ganz so optimal angenäht. Man sollte das am besten wirklich in der Mitte, also zwischen den vier Kreuzungspunkten, annähen. Aber da dieses Einschlagtuch hier jetzt wirklich so klein ist, ist es in Ordnung. Ihr seht aber, was mir jetzt schon passiert hier beim Einpacken, und wir hier in der Sammelstelle haben sowas ja wirklich relativ oft in der Hand, dass man so ein bisschen sucht, wie es zugemacht wird. Also besser ist es, jetzt ist es hier an der Seite, so wie ich es jetzt zumache, besser ist das wirklich immer in der Mitte anzunähen, hier hinten in der Mitte, dass es sich wirklich nicht löst. Und dann ist es ein einfaches Einschlagtuch. Nach Bedarf kann man natürlich bei diesen Einschlagtüchern auch noch eine Kapuze fertigen, indem man da oben einfach ein Dreieck anbringt. Eben ein Dreieck häkelt oder strickt oder näht und anbringt. Und dann hat dieses einfache Einschlagtuch noch eine Kapuze. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Unterschied. Denn bei diesem Einschlagtuch fertigt man zwar als Ausgangsprodukt sozusagen auch eine Decke, aber man wickelt diese dann zusammen, befestigt an der hinteren Rückseite, was jetzt hier nicht ganz optimal ist, was aber eigentlich optimaler wäre, hinten an der Rückseite, an diesem Punkt, befestigt man ein Bändchen, damit eben diese Wickeltechnik fixiert wird. Und natürlich, da es ein Kleidungsstück ist, braucht es dann auch ein Erinnerungsstück, also ein Schildchen und ein Erinnerungsstück. In diesem Fall hier ist das eben ein Zweierpaar kleine Sternenwichtel. Auch hierzu noch mal ganz kurz, da kommt immer die Frage, ob man denn zwei Erinnerungsstücke machen muss. Das muss man nicht, das kann man aber. Das ist dann im Prinzip so, dass Mama und Papa beide ein Erinnerungsstück haben. Das ist eigentlich auch wirklich schon der ganze Unterschied zwischen einer Decke und einem einfachen Einschlagtuch. Das Grundprodukt, womit ihr anfangt, ist zwar dasselbe,
Aber wenn ihr euer Quadrat gefertigt habt, ob jetzt gestrickt, gehäkelt oder genäht, müsst ihr eben entscheiden, mache ich eine Decke oder mache ich ein Einschlagtuch. Was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass ihr niemals, wenn ihr eine Decke fertigt, ihr niemals die Kantenbreite zu 100% umrechnen könnt auf die Länge des Einschlagtuchs. Ihr müsst im Prinzip so ein bisschen von der Diagonalen ausgeben. Ihr könnt auch mal im Forum schauen, da gibt es irgendwo auch so eine totale Faustformel. Weil jetzt dieses Einschlagtuch hier ist zum Beispiel jetzt in der Wickeltechnik, ist sogar ein bisschen zu hoch gewickelt worden hier jetzt, in der Wickeltechnik in etwa diese Decke, wenn man die zum Einschlagtuch umfunktionieren würde, sehen wir hier von oben bis unten gemessen etwa 40 cm. Und das ist im Prinzip die Länge, die wir dann für unser Einschlagtuch haben würden, die 40 cm eben. Aber die Kantenlänge von diesem Einschlagtuch ist, wie man hier sieht, so ungefähr 38, 39 cm. Das kommt also nicht hundertprozentig hin, hier deckt sich das jetzt, aber das da kann man nicht immer so 1 zu 1 messen, aber in etwa entspricht das schon. Wenn man also in Größe 1 ein Einschlagtuch aus einer Decke fertigen will, sollte man eben auch so irgendwo unter 25 cm bleiben und so weiter und so fort in den jeweiligen Größenabständen. Also darum ging es jetzt einfach nur. Wirklich der Unterschied, Decke ist ein Accessoire, braucht kein Erinnerungsstück, braucht auch keine weiteren Verzierungen, Bändchen, und ein Einschlagtuch, das aus einer Decke gefertigt wird, ist etwas ganz anderes, braucht ein Erinnerungsstück, braucht ein Bändchen und so weiter und so fort. Und sollte dann natürlich auch von den Farben noch genauer an der Farbtabelle orientiert sein als die Decken, auch wenn die Decken natürlich auch hell und freundlich gearbeitet werden sollen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Ausführung jetzt ein bisschen die Missverständnisse klären konnten. Ich sage vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.